Hallo! In diesem Video lernst du, was der Vertical Line Test ist und wie man damit überprüfen kann, ob eine Kurve auch der Graph einer Funktion ist. Wir sollen überprüfen, ob die gelbe Linie hier im Koordinatensystem der Graph einer Funktion ist. Und falls es der Graph einer Funktion ist, dann sollen wir weiters die Definitionsmenge d angeben. Um zu überprüfen, ob es sich bei der gelben Linie um den Graph einer Funktion handelt, führen wir den sogenannten Vertical Line Test durch. Dazu stellen wir uns eine vertikale Linie vor. Ich habe die hier auch in blau eingezeichnet. Und wir markieren dann den Schnittpunkt unserer vertikalen Linie mit der Linie, die wir überprüfen wollen, also bei der wir überprüfen wollen, ob es ein Graph einer Funktion ist. Und diese vertikale Linie dürfen wir nun innerhalb der Definitionsmenge links und rechts verschieben. Und das Wichtige ist nun, dass für die gesamte Definitionsmenge muss für jede Stelle die vertikale Linie und die Linie, die wir überprüfen wollen, genau einen Schnittpunkt haben. Denn dann ist die gelbe Linie hier in dem Fall der Graph einer Funktion. Legen wir nun die Definitionsmenge von minus 1 bis 3 fest, also von minus 1 bis 3, und verschieben wir unsere vertikale Linie in Gedanken innerhalb der Definitionsmenge, dann werden wir in Gedanken zumindest sehen, dass für jede Stelle die vertikale Linie und die gelbe Linie hier nur genau einen Schnittpunkt haben. Das heißt, die gelbe Linie ist tatsächlich der Graph einer Funktion. Führe jetzt selbstständig den Vertical Line Test für diese Kurve durch und pausiere dazu das Video. Wir wählen als Definitionsbereich das Intervall von minus 4 bis 3, also von hier bis hier. Und für jede beliebige Stelle innerhalb von diesem Intervall können wir uns eine vertikale Linie vorstellen und wir werden sehen, also in Gedanken, dass jede dieser vertikalen Linien hat genau einen Schnittpunkt mit der Kurve. Das heißt, für die Definitionsmenge von minus 4 bis 3 ist diese Kurve eine Funktion, also der Graph einer Funktion. Führe nun selbstständig den Vertical Line Test für diese Kurve durch und pausiere dazu erneut das Video. Ich habe nun den Vertical Line Test für die Stelle minus 2 durchgeführt, also hier beim x-Wert minus 2 eine vertikale Linie eingezeichnet. Und für diese vertikale Linie finden wir zwei Schnittpunkte mit der Kurve. Das heißt, bei der gelben Kurve kann es sich nicht um den Graphen einer Funktion handeln. Wir haben ja gelernt, dass eine Funktion jeden Wert aus der Definitionsmenge genau einen Wert aus der Wertemenge zuweisen muss. Und hier bei dieser Kurve kann es sich nicht um den Graphen einer Funktion handeln, denn betrachten wir nochmal die Stelle minus 2 und suchen den zugehörigen Wert aus der Wertemenge, dann würden wir eben zwei Werte finden und nicht nur einen. Das heißt, wir könnten die Frage f von 2 ist gleich gar nicht beantworten, weil wir eben zwei Werte finden würden. Und somit handelt es sich hierbei nicht um eine Funktion. Führen wir nun den Vertical Line Test für diesen Kreis an der Stelle 3 durch. Wenn wir die vertikale Linie hier an der Stelle 3 einzeichnen, dann erhalten wir wiederum zwei Schnittpunkte. Das heißt, bei diesem Kreis hier kann es sich nicht um den Graphen einer Funktion handeln. Nun betrachten wir diese horizontale Linie hier und wollen überprüfen, ob es sich dabei um den Graph einer Funktion handelt. Wählen wir zunächst als Definitionsmenge das Intervall von minus 1 bis 4, also von minus 1 bis 4. Dann erkennen wir, dass diese gelbe Linie hier jeden Wert innerhalb der Definitionsmenge, also jeden Wert von minus 1 bis 4, genau einen Wert aus der Wertemenge zuordnet. Es wird nämlich jeden Wert im Intervall von minus 1 bis 4 der Wert minus 3 zugeordnet. Das heißt, bei dieser horizontalen Linie hier handelt es sich wirklich um den Graph einer Funktion
Und wir könnten das auch mit dem Vertical Line Test überprüfen. Wir stellen uns zum Beispiel an der Stelle 2 eine vertikale Linie vor. Und wir kennen, diese vertikale Linie hat genau einen Schnittpunkt mit der gelben Linie hier. Als nächstes betrachten wir diese vertikale Linie hier. Es wird sehr schnell ersichtlich, dass es sich dabei nicht um den Graph einer Funktion handeln kann, denn betrachten wir die Stelle minus 4, dann sehen wir, dass wir hier ganz viele Werte finden und nicht nur einen einzigen Wert, wie es die Definition einer Funktion verlangt. In der nächsten Aufgabe sehen wir nun zwei Geraden und die eine Gerade hier oben hat so einen ausgemalten Punkt und die andere hier hat einen nicht ausgemalten Punkt. Und das bedeutet, dass an der Stelle 1, also bei x ist gleich 1, gilt der Funktionswert hier oben. Das heißt, wir haben das Wertepaar mit dem x-Wert 1 und dem zugehörigen Wert aus der Wertemenge, also dem zugehörigen y-Wert von ca. 3,5. Wir wählen nun als Definitionsbereich das Intervall von minus 3 bis 3. Und sollen nun überlegen, ob es sich hierbei um den Graph einer Funktion handelt. Versuch das zunächst kurz alleine und pausiere dazu erneut das Video. Wir können sehen, dass die beiden gelben Geraden jeden Wert aus der Definitionsmenge, das heißt jeden Wert von minus 3 bis 3, genau einen Wert aus der Wertemenge zuordnen. Das gilt auch für die Stelle 1, denn der Stelle 1 wird der Wert 3,5 zugeordnet. Das heißt, bei diesen beiden gelben Linien hier handelt es sich wirklich um den Graph einer Funktion. Als letzte Aufgabe haben wir nun diese beiden Kurven gegeben und wir sollen wieder bestimmen, ob es sich dabei um den Graph einer Funktion handelt. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu das Video. Wählen wir zum Beispiel als Definitionsbereich das Intervall von minus 3 bis 3, dann stellen die Kurven hier keine Funktion dar. Also die Kurven sind nicht der Graph einer Funktion. Wir können das ganz einfach wieder mit dem Vertical Line Test überprüfen. Wir führen den hier für die Stelle 0 durch, zeichnen genau hier überlappend mit der Y-Achse unsere vertikale Linie. Dann erhalten wir zwei Schnittstellen und somit stellen die beiden Kurven nicht den Graph einer Funktion dar. Aber, und jetzt kommt eine kleine Bonusaufgabe für dich, man kann die Definitionsmenge so wählen, dass wir hier sehr wohl den Graph einer Funktion erhalten. Versuch das kurz wieder alleine und pausiere dazu erneut das Video. Wir können nämlich als Definitionsbereich das Intervall von minus 3 bis minus 2 wählen. Ich habe das hier auch mit roten Linien eingezeichnet. Und für diesen Definitionsbereich, also von minus 3 bis minus 2, haben wir sehr wohl den Graph einer Funktion. Denn hier sehen wir, dass für jeden Wert innerhalb von diesem Intervall wird genau ein zugehöriger Funktionswert zugeordnet. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.